Darf ich vorstellen, Luke, der Mathe-Profi. Okay, dann mach. Bitte haben? Ich versuch's. Okay. Ich versuch's. Ich sag dir direkt, sehr viele kriegen die nicht hin, aber vielleicht schaffst du es trotzdem, okay? Okay. Pass auf, sag mir mal bitte, Luca, wie viel ist 30 geteilt durch 1,5 plus 10? 30 geteilt durch 1,5? Plus 10. Also 30 geteilt durch 10 ist 3? 30 geteilt durch 1,5 plus 10. Ich glaube 29,5 ist 30 geteilt durch 1,5. Nein, nicht 1,5. 1,5 ist 0,5. Ach so, 0,5, genau. Ja, 29,5. What? Ey, das ist der von TikTok! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das von TikTok? Oh mein Gott! Du machst immer diese IQ. What the hell? Du machst immer so, was? Sag mal, wie macht man einen Giraffen im Kühlschrank oder sowas? Wer bist du? Gott. Lass ihn mal reden. Wer ist das? Wer bist du? Hallo, wir haben gar keinen Ton an. So. Ey, Junge, bist du mal die Kamera auf? Hallo? Hallo, kannst du mal was sagen? Oh, ja. Das war jetzt zu viel. Das wollte ich nicht. Sie sind geistig behindert. Wie jetzt? 29,5 ist die Hallo? Lösung? Nein, 29,5 ist ja, also 30 geteilt durch 0,5 ist ja 29,5, oder? Nee, 30 minus 0,5 wäre 29,5. Achso, ja, dann, ich hab keine Ahnung, ich kann das nicht lösen. Ehrlich ich nicht? Ich sag dir, ja, ich hab mich aber noch nie gehört, dass einer gesagt hat, 29,5. Habe ich noch nie gehört. Ja, aber alles gut. Kein Problem. Ey, Luca, nur aus Spaß hier. Okay. Wie oft passt denn die 0,5 in die 1? Einmal, oder? Nee. Ein halbes Mal. Gar nicht. Guck mal. Ein halb, also 0,5. 0,5 passt wie oft rein in die 1? Ja. Einmal, also 0,5 plus 0,5 ist ja 1,5. Hallo, hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich jetzt? Hörst du mich nicht? Nö. 1-1. Warum hörst du mich nicht? Mann. Eins. Hallo? Ja, ich hör dich. Euer Arzt gibt euch 3 Tabletten. Jedem von euch. Ihr sollt jede halbe Stunde eine Tablette nehmen. Wie lange habt ihr von den Tabletten, bis ihr alle genommen habt? Wie viel Zeit ist dann vergangen? Okay, warte, er gibt uns 3 Tabletten. Jede halbe Stunde. Er gibt uns beiden aber 3 Tabletten. Wir drei, ja. Jede halbe Stunde, wer eine Tablette nehmen soll. Das heißt, wir haben 6 Tabletten. Nein, aber es kann er ja auch Leuten die Frage stellen, die alleine sind. So ist es nämlich. Kennst du das? Du kommst nach Hause, du warst arbeiten, du warst einfach nur unterwegs, du kommst vielleicht von der Schule oder du wirst Vater, so wie ich, und hilfst deiner Freundin im Haushalt oder bei anderen Dingen, bei Einkäufen, dann ist man einfach müde. Und manchmal hat man Bock auf einen Energy. Aber nicht auf einen normalen Energy, sondern als Alternative auf Holy Energy, Leute. Holy Energy ist seit 2 Jahren mein Partner, kann ich euch nur empfehlen. Ist eine super Alternative zu jedem Energy Drink. Da ist kein Zucker drin, kein Taurin. Super lecker, wird ganz normal angemixt in einem Becher. Außerdem gibt es auch einen Eistee. Das heißt, falls du keinen Bock hast auf einen Booster, du hast keinen Bock auf Koffein, dann check gerne mal den Eistee ab. Oder falls du einfach nur durstig bist, da gibt es natürlich auch die Hydrations. Die könnt ihr gerne mal abchecken. Da habe ich mir nämlich jetzt auch nochmal ein Probepack von besorgen lassen. Grüße gehen raus an das ganze Holy-Team. Leute, mit dem Code AJULIAN10 kriegt ihr 10% Rabatt aufs komplette Sortiment. Und falls du das erste Mal bestellst, kriegst du mit AJULIAN5 5 Euro Rabatt als Neukunde. Into the mouth. Nice. Es ist unabhängig. Es kann auch alleine sein. Das kann auch alleine. Die ist normalerweise frage ich ja immer alleine. Ihr habt ja einfach nur Glück, dass ihr jetzt wieder zusammen hier seid. Ne? Tut mir leid, ich kann das nicht lösen.
Mein Kopf macht das nicht mit. Luca, ich glaube, du bist ein bisschen. Ich meine, das ist ja alles gut, aber ich will dir ja nur helfen, verstehst du? Guck mal, pass auf. Ich verstehe. Pass auf, 0,5 und 0,5 sind zusammen 1. Genau, ja. Genau. Und wenn 0,5 und 0,5 1 sind, wie oft passt dann die 0,5 in die 1? Ja, einmal, oder? Nein, zweimal. Genau. Okay. Gut, scheiß auf Mathe, ja? Scheiß auf Mathe. Genau. Geh mal weg von Mathe. Kannst du mir sagen, welche Vögel keine Eier legen? Ich glaube, Eulen. Eulen legen keine Eier? Doch, Eulen. Ich würde sagen, Papageien. Papageien legen keine Eier. Ja, ich hör dich. Aber, hä? Weißt du, was ich mich manchmal frage? Was denn? Wie du darauf kommst, dass ich dich nicht höre. Wie kommst du darauf? Das hast du doch gar nicht gesagt. Ey, der war so gut. Hat keiner behauptet. Was ist denn da los? Das kann auch alleine. Die ist normalerweise frage ich ja immer alleine. Ihr habt ja einfach nur Glück, dass ihr jetzt wieder zusammen hier seid. Ne? Okay, also, was ist die Lösung? 2 Stunden. 2 Stunden? Ja. Jetzt habe ich euch. Und es tut so gut, dass ich euch habe. Boah, ist das ein Genuss. Ich habe Komplimente bei euch gemacht. Ich habe zum Chat gesagt, mir ist nicht wichtig, dass ich jeden Hops nehmen kann. Ich finde es auch gut, wenn die Leute mal was hinbekommen. Wisst ihr, was ich meine, so? Aber jetzt habe ich euch. Wichtig und richtig. So, dann erklären wir das Ganze jetzt mal, okay? Ja. So, wir stellen uns jetzt mal vor, ich bin der Arzt, okay? Und ihr beide kommt in das Zimmer und ich sag euch jetzt, hey, ihr seid leider krank, ihr müsst Tabletten nehmen, um gesund zu werden. Ihr kriegt jetzt von mir jeder 3 Tabletten und ihr sollt jede halbe Stunde eine Tablette nehmen. Wann nehmt ihr die erste Tablette? Dann, wenn sie uns gegeben haben. Aha, jetzt, wenn ich sie euch gebe. Ja. Gut, wann nehmt ihr die zweite Tablette? Nach einer halben Stunde. Wann nehmt ihr die dritte Tablette? Nach einer halben Stunde. Also, wie viel Zeit ist vergangen? Eineinhalb Stunden. Eine Stunde. Du hast doch am Anfang schon richtig gesagt, du nimmst doch die erste Tablette direkt. Am Anfang direkt. Ah ja, eine Stunde. Eine Stunde, jetzt hat's Klick gemacht. Boah. Papageien legen keine Eier. Aber, ja, Papagei legt Eier. Überleg nochmal. Okay. Storch. Du machst mich fertig. Luca, hör auf. Nein, Storch legt auch Eier. Ich kenne keine Vögel. Ich sag dir jetzt auch die Lösung, weil dann lernst du daraus, ne? Also die Frage war ja, welche Vögel legen keine Eier? Ganz einfach, Pinguine. Sind Pinguine Vögel?